Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie geil wäre das eigentlich, wenn wir eine Trading-Strategie entwickeln könnten, die aber unseren Bedürfnissen zugeschnitten ist? Ich meine, so jetzt müsste man teure Entwickler bezahlen, die uns eine Trading-Strategie nach unseren Bedürfnissen, nach unserem Wunsch skripten würden. Oder man müsste Firmen beauftragen, die das Ganze machen. Oder man macht das günstig, aber mit Fehlern über Fiverr. Deswegen irgendwie gibt es dann doch keine gute Zwischenlösung. Aber nach diesem Video kannst du selber eine eigene Trading-Strategie skripten. Du musst keine Programmiersprache beherrschen oder sonst was. Es geht so verdammt einfach in wenigen Minuten. Ich würde mal sagen, wir steigen auch direkt in dieses Video ein und werden eine Trading-Strategie so entwickeln, wie wir das für richtig halten. Ob wir jetzt das Volumen mit reinnehmen, ob wir den RSI als Indikator nehmen oder sogar die Bollinger Bänder. Es gibt da eine schier Unmengen an die Indikatoren, die wir auch mit rein skripten könnten. Lass uns direkt mit ChatGPT beginnen, eines der wichtigsten und mächtigsten Werkzeuge, wenn wir auf künstliche Intelligenz schauen. Manchmal stelle ich mir die Frage, dass ich echt zu einer falschen Zeit geboren bin. Ich meine, ja, mit solch Technologie und mit solcher Innovation hätte ich gerne in meinem Kindesalter verbracht. Aber gut, dann würde ich nicht auf Krypto aufmerksam werden. Deswegen wäre auch nochmal eine Frage, was wichtiger wäre, ja, jetzt geboren zu sein oder später. Aber gut, lass uns jetzt erstmal die Trading-Strategie soweit schreiben. Also, was wollen wir machen jetzt? Wir brauchen eine Trading-Strategie zum Kauf von Bitcoin und zum Verkauf von Bitcoin in USDT. Und welches Indikator soll er dafür nutzen? RSI wäre jetzt so einfach, Volumen wäre auch einfach, wir sagen Bollinger Bände. So, ist auch eine gute, stabile, Indikator, den ich persönlich selber auch nutze. Und jetzt würde ich das Ganze in ChatGPT eintragen. Also ich brauche eine Trading-Strategie auf Pine, damit ich auf TradingView anwenden kann. Ich trade BTC-USDT und dabei sollen Kauf- und Verkaufssignale gesetzt werden. Ich will das anhand von Bollinger Bänden, also super kurz und kompakt. Und ich will ChatGPT möglichst viel Freiraum geben. Aber wir könnten natürlich ein bisschen spezieller auch sagen, wann gekauft werden soll, mit wie vielen. Und dann wird hier unser einzelner Skript erstellt. Und dieser Skript entspricht unserer kurzen Vorstellung, wie wir das Ganze haben möchten. Hier sehen wir nochmal eine Erklärung des Codes, wie das Ganze soweit ausschauen soll. Und der Kaufsignal, das ist das Wichtigste jetzt, die Bedingung. Ja? Der Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Preis des unteren Bollinger Bands überschritten wird. Das heißt, der Bollinger Band sind immer zwei Bänder und wenn der untere Preis angelaufen wird, dann wird gekauft. Und ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der Preis des oberen Bollinger Band unterschreitet. Das heißt, wenn der Preis oben ankommt, dann wird ein Verkaufssignal gesetzt und so sieht das Ganze aus. Dazu kopieren wir den Skript, gehen auf Trading View, auf Pine Editor, das finden wir in der Regel unten, fügen hier unsere Trading-Strategie ein und wir fügen das dem Chart hinzu. Und jetzt wird das kompiliert und berechnet. Und dann sehen wir unsere Strategie. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, zusätzliche Bedingungen, wir wollen das und das und das und dies und jenes haben, damit das nicht so viel erscheint. Aber so sieht das Ganze doch das recht stabil aus, wenn ich mir das hier anschaue. Gut, was sagt diese Trading-Strategie an sich aus? Gucken wir uns das mal ganz kurz an, bevor wir zu der Performance übergehen, weil wir können auch ausrechnen, ob das überhaupt profitabel wäre oder nicht, anhand des echten Bitcoin-Preises. Das heißt, hier können wir es am besten sehen. Bollinger Bände sind zwei Bände. Das ist der obere Bollinger Band und der untere. Das heißt, wenn der Preis hier unten unterstreitet, dann wird automatisch eine Long-Position eröffnet und wird nur dann geschlossen, wenn wir den oberen Bollinger Band erreichen, wird aber zeitgleich auch eine Short-Position eröffnet. Ja? Das heißt, bis wir hier wieder unten sind und immer so weiter. Und so würde das Ganze in der Regel hier soweit ausschauen. Das Ganze sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Trades. Und wir wollen das Ganze jetzt mal überprüfen, inwiefern profitabel unser Trade war. Ich möchte das Ganze gerne auf 1000 Dollar eintragen, als Beispiel, damit wir einfach nur so eine Berechnung haben. 1000 Dollar und zeitlich soll das Ganze bei einem Monat berechnet werden. Das heißt, jetzt rechnet er 1000 Dollar in einem Monat, wie die Performance überhaupt gewesen war. Kurze Frage an euch, meint ihr positiv oder negativ? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr euch in eurem Kopf beantworten, aber wir gehen jetzt direkt zur Auflösung. Tatsächlich haben wir hier mit dieser Trading-Strategie in einem Monat 14.805 Dollar
erwirtschaftet, weil man 1000 Dollar sind drin. Genau. Anfangskapital sind 1000 Dollar und damit hätten wir 14.800 Dollar. Ja, bei 90 abgeschlossenen Trades haben wir hier mit dieser Strategie eine Trefferquote von 67% und wir haben hier einen maximalen Drawdown von 10.000 Dollar. Das heißt, wir können bis zu 10.000 Dollar waren wir zwischenzeitlich im Minus. Das bedeutet, dass unsere, also diese Summe, ja, von 14.000 Dollar, die ist jetzt nicht so herbeigeführt, die ist auch nicht ganz so unlogisch, weil wenn du mit 1.000 Dollar beginnst und eine Future-Position eröffnest, dann nimmt er die Gewinne und nimmt die, packt die dann quasi oben rauf auf den nächsten Profit. Und das hier hat nämlich einen Zinseszinseffekt, ja. Deswegen haben wir hier auch mit dieser Strategie eine Trefferquote von 67%, auch wenn wir das nur so ganz grob umschrieben haben, finde ich das doch schon erstaunlich. Gehen wir dann dennoch in die Performance hier so weit rüber, können wir uns das Ganze durchlesen. Wie viele Trades haben wir verloren? Insgesamt 29. Wie viele Trades haben wir gewonnen? Ja, das ist wirklich anhand des Bitcoin-Preises. Vor einem Monat testen wir gerade diese Strategie, ob das überhaupt profitabel wäre oder nicht. Also wir haben einen Nettogewinn von 14.800 Dollar, ist eine wunderbare Sache. Das heißt, hier sehen wir auch die Trades, die getätigt worden sind. Lass uns mal die ersten Trade Nummer 76 mal anschauen. Ja, also hier wurde eine Long-Position eröffnet und zwar am 21.05. letzten Monat bei 70.000 wurde das Signal getriggert, dann wurde eine Long-Position eröffnet. Und diese Long-Position wurde geschlossen, als der Preis bei 70.395 war. Und damit haben wir Profits von 394 Dollar bekommen. Ist auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit zu schauen, hinter den Eigenschaften, ja, wie ist der Datumsbereich, also vom 2.1.2024 bis zum 13.06.2024 wurde jetzt ein Backtest durchgeführt. Das Ganze anhand von Binance, Bitcoin, USDT, alle 30 Minuten und so weiter können wir hier, ne, 1000 Dollar sind hier als Investment hier soweit getätigt, können wir alles einstellen, wie wir das haben möchten. Und ich würde mal sagen, unser Trade und unsere Strategie ist hier soweit aufgegangen. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir gehen auf Trading Panel, suchen jetzt unsere Börse und das ist BitGet. BitGet, da melden wir uns an und werden auch unsere Trading-Strategie auf BitGet anwenden und ja, das Ganze so laufen lassen. Und wenn wir noch die ein oder anderen Änderungen haben, dann schreiben wir das Ganze natürlich ChatGPT mit. Wir können auch sagen, so, hallo, nehme bitte nochmal das Volumen mit rein. Oder noch besser. Wir machen das anders. So, die von dir genannte Strategie hat eine Trefferquote von 70%. Bitte erstelle mir eine mit einer Trefferquote von 80%. Mal gucken, ob er das macht. Da wäre ich mal jetzt interessiert, weil jetzt gebe ich ChatGPT freie Hand und jetzt wird er sicherlich irgendwas hier reinrechnen, wo ich einfach noch eine viel bessere Trefferquote haben könnte. Und eigentlich hätte ich dazu schreiben müssen, du darfst selber entscheiden. Aber ich will mal gucken, ob das hier soweit aufgeht. Wir kopieren den Code, gehen in den Pine-Editor. So, schließen hier oben, blenden das aus. So, Strategie veröffentlichen, dem Chart hinzufügen. Und dann kompiliert er das. Tatsächlich, der hat jetzt 70% die Trefferquote. Vorher war er, glaube ich, bei 69%, glaube ich, ne? Und jetzt hat er 70%. Aber trotzdem haben wir einen Nettogewinn. Also wir haben hier nur 10 Trades, die erfolgreich waren, also generell getätigt worden sind in einem Monat, da war die Strategie vorher viel, viel besser. Also das heißt, ChatGPT ist hier schon echt schlau vorgegangen. Guck mal, wir haben ja vorher 200 oder 180 Trades gehabt und damit aber eine Trefferquote von unter 70. Und der hat hier genau die 70, ne? Nee, wir wollten ja 80. Aber dann hat er gesagt, okay, dann nehme ich lieber weniger Trades rein mit einer höheren Trefferwahrscheinlichkeit. Und somit hat tatsächlich ChatGPT seine Aufgabe erfüllt. Zwar ist Nettogewinn gesunken, weil wir jetzt eine höhere Trefferquote haben, weil er weniger Trades reingerechnet hat. Das heißt, er will sich zu 70% sicher sein, dass die Trades aufgehen. Aber trotzdem, hier hätten wir
eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass diese Strategie aufgehen würde. Und an dieser Stelle hätten wir mit 1000 Dollar Investment 8.903 Dollar an Nettogewinn gehabt, wenn wir das Ganze einen Monat anhand dieser Strategie laufen lassen würden. All das können wir natürlich dann direkt in BitGet soweit anwenden. Link findest du unten in der Beschreibung. Und dann wendest du diese Trading-Strategie an. Wenn du damit unzufrieden bist, dann sagst du einfach, erstellst du einfach eine neue Strategie. Das nur so, wie ich das sehe. Und da wiederum die Frage, was ist besser? Jetzt, in der jetzigen, heutigen Zeit aufzuwachsen oder früher? Vorteile, Nachteile. Das würde mich mal interessieren, weil das sind mächtige Tools, die wir haben. Und das hätte ich sehr, sehr gerne früher schon gehabt. Dann wäre, glaube ich, vieles, vieles viel, viel einfacher gewesen. Aber gut, wir schweifen ab. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag da draußen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.